Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen, graziösen Eiskunstlauf-Show hier bei Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir einen Festumzug mit dem Eiskunstlauf erlebt. War wunderschön, majestätisch, graziös. Und heute geht's auf das dunkle Eis und die finstere Bühne, um den Eiskunstläufer Funkli zu retten. Das ist der vorletzte Funkli tatsächlich. Also, wir sind wirklich sehr, sehr nah am Ende vom Spiel. Ich denke mal, dass wir hier maximal noch 5 Folgen vor uns haben. Weil ich glaube, nach dem Boss von der 4. Etage kommt noch mal was oben drauf. Weil ich vermute wirklich, dass da unten in der Mitte das auch eine Tür ist. Die aber erst freigeschaltet ist, wenn man wirklich alles hat. Oder nach dem letzten Boss halt. Je nachdem, ich würde sagen, let's go. Oh, da vorne ist schon direkt die Show. So, wieder irgendwas direkt am Anfang versteckt. Nee. Wenn ihr Stress wollt, könnt ihr den haben. Direkt schon ein Stern. Und da oben sehe ich das Podest. Oh, direkt 2 Sterne eventuell. Okay. Ja, direkt den 2. Stern auch. Das ist echt lustig, ne? Also, wie die Level variieren, wie lang die sind. Also, die Detektiv-Level, die ersten beiden ultra lang, drittes extrem kurz. Und hier ist es so, dass fast alle 3 Level von dem Eiskunstläufer echt kurz waren. Gut, dass ich übrigens auch nochmal rechts geguckt habe, da war die Schleife einfach. Und da ist der Funkeli. Ich höre jemanden. Ich muss auch mal zu den Bossen sagen, ne? Die Bosse, die ich hier in diesen Leveln antreffe, die sind wesentlich heftiger als die Endbosse, wenn ich alle Wege einmal geschafft habe. Ist zumindest mein Empfinden. Also der hier jetzt mal ausgenommen. Der, ich fand nicht, dass er irgendwo stark war. Bei den vorherigen Leveln. Hier wirkt er jetzt auch nicht so schwer auf mich. Okay, hat die Felder noch erwischt. So elegant. Ja, aber das war es doch noch nicht. Ja, wäre eine gute Idee. Kann die Dinger nicht kaputt machen.
Ja, eventuell Guards geben. Okay, wir haben gerade was gelernt, nicht vom Eis treffen lassen. Ich rechne immer nach mit einer Sequenz nach so etwas. Wieso kann ich da eigentlich nicht drüber springen? Ich habe das Gefühl, dass ich die eigentlich ignorieren kann. Hallo? Ich habe mich irgendwie festgepackt. Ich muss das Level von vorne starten. Ich habe mich festgebackt irgendwie. Ich hätte eigentlich sterben sollen, aber ich bin's irgendwie nicht. Ja, wir sehen uns dann an der Stelle nochmal wieder, ne? So, Leute, ich bin jetzt wieder hier. Ich muss das ganze Level nochmal machen. Ich versuche mal wirklich, die Gegner mehr oder weniger zu ignorieren. Mehr oder weniger. Okay, Kristalle. Den haben wir. Keine Müdigkeit vorschützen. Da oben ist der nächste Kristall. Der nächste Stern. Es wird eng. Es wird eng. Ey, ganz kurz. Was ist gerade passiert? Ich wollte für das Grande Finale mich aus dem Bild packen. So ungefähr. Und ich habe aus Versehen auf Aufnahme pausieren gedrückt und bin dabei runtergefallen. Also ihr habt nichts Besonderes verpasst. Nur meine Unfähigkeit mal wieder. Wir haben es geschafft. Ich war zwar unfähig an der einen Stelle, aber da wollen wir nicht weiter drüber reden. Damit wäre der Funkeli auch gerettet. Nur noch ein Funkeli. Und bestimmt ein sehr elegantes Bild. Ja, sehr elegant. Ja, jetzt fehlt nur noch die Meerjungfrau. Dann gehen wir mal direkt zum Laden, ne? Das Eiskunstläufer-Spezialkleid. Ein schönes Muster. Und so ein leicht dunkleres Pink. Schade, dass ich keine weiteren Schleifen hier bekomme. So, und wie ich es beim letzten Mal vermutet hatte, der Funkeli, der konnte ja gar nicht auf der letzten Etage sein, weil... also zumindest sie halt nicht, weil die Meerjungfrau kam ja erst gegen Ende ungefähr dazu, beziehungsweise auf der vorletzten Etage. Und sie halt wesentlich früher, deswegen machte das so mehr Sinn. Ja, haben wie gesagt nur noch einen einzigen Funkeli vor uns, ne? Können uns auch noch mal eben kurz das Schleifchen angucken. Ist ein schönes Schleifchen. Ja, dann fehlt jetzt wie gesagt nur noch die Meerjungfrau, ne? Dann wissen wir beim nächsten Mal mehr in Gefahr. Das wird lustig, das wird spaßig, das wird wieder ein Genuss für die Ohren. Aber das war es dann aber auch, zu diesem Zeitpunkt mit der heutigen Show. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.